dahinter alles ist, der Mensch ist nicht von einem egoistischen Gen gesteuert und von Hass und Gier getrieben, wie es andere Forscher meinen, sondern der Mensch ist auf Gegenseitigkeit ausgelegt. Studien wie etwa die von den in Leipzig tätigen Professoren Tomasello, Haun und Warnecke zeigen, dass einjährige Kinder anderen, fremden Menschen und Erwachsenen spontan und völlig uneigennützig helfen. Diese Studien lassen sich überall replizieren. Sie zeigen auch, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das die Realitätswahrnehmung der Gruppe über die eigene Wahrnehmung stellt. Auch da gibt es viele Studien, ich erzähle Ihnen nur eine davon. 8 kleine Kinder sitzen vor einem Buch und müssen auf jeder Seite, werden sie aufgefordert, die Farbe des jeweiligen Gegenstandes zu benennen. Wenn etwa bei der 8. Seite dann 7 Kinder einen roten Gegenstand haben und den auch benennen und das 8. Kind einen blauen, dann sagt dieses 8. Kind mit größter Wahrscheinlichkeit rot. Gegen die eigene Wahrnehmung, weil die Gruppe das gesagt hat. Das wirkt als Experiment irgendwie absurd, ist aber evolutionär durchaus sinnvoll, meinen auch diese Forscher, denn die Gruppe verfügt über Wissen, das einer Einzelperson nicht notwendigerweise zur Verfügung steht. Eine grundsätzliche Erkenntnis dieser Forschungsgruppen ist, Kooperation und nicht Gier ist die evolutionäre Erfolgsgeschichte des Menschen. Wir wollen gesehen und wir wollen gesehen werden und wir wollen zugehörig sein. Aber Menschen passen sich manchmal auch gegen ihr besseres Wissen der Mehrheit an, damit sie nicht außerhalb der Gruppe stehen. Auch dieser Hang zur Konformität hat mehrere Facetten und Seiten. Zum einen hat er uns viel Fortschritt gebracht, weil er formt Kulturen und er begründet Moral. Die neuen nationalistisch und autoritär gefärbten Bewegungen versammeln Menschen, die sich in ihren sozialen Kontexten nicht sicher aufgehoben fühlen. Menschen, die Angst haben, in einer heterogenen und kulturell vielfältigen Gesellschaft nicht mehr gesehen zu werden und nicht mehr zugehörig zu sein. Das Streben nach Zugehörigkeit ist aber aus Sicht der sozialen Neurowissenschaften eines der stärksten Grundmotive. Menschen sind bereit, für Zugehörigkeit alles zu tun. Das heißt Gutes, aber leider auch Böses, Unmenschliches.